So, dann machen wir noch weiter. Seite 20 und 21. Ich habe da relativ viel Platz gelassen, weil ich noch nicht weiß, wie viel Platz sie da brauchen. Von daher. Es ist ja allseits bekannt, dass Computer rechnen können oder hauptsächlich zum Rechnen gedacht sind. Aber wer einen Computer wirklich versteht und weiß, wie er arbeitet, dem wird klar sein, dass ein Computer alles andere aber bloß nicht rechnen kann. Und man bringt ihn natürlich zum Rechnen, aber nur über Umwege. Und wie ein Computer innen genau arbeitet, beziehungsweise welche Funktionen es gibt, die will ich mit Ihnen kurz durchgehen, weil auf die werden Sie immer mal wieder stoßen. Und dann, also beim Programmieren oder aber wenn Sie irgendwelche mit Verfahren zu tun haben, wo jetzt zum Beispiel irgendetwas mit irgendwas anderem XOR verknüpft wird, ja, also XOR gibt es die Bezeichnung. Das steckt da unter Umständen dahinter, da gibt es dann eine Funktion, die so heißt, und auf die werde ich auch gleich eingehen. Machen wir eine kurze Übersicht, und zwar welche Funktionen oder welche Grundverknüpfungen, sagt man auch dazu, die es gibt, und zwar das sogenannte UND. Da gibt es auch eine Abwandlung, die nennt sich nicht UND. Es gibt eine Funktion, die nennt sich ODER. Oder das Nicht-Oder. Es gibt es nicht. Man sagt auch manchmal not dazu auf Englisch. Dann gibt es nicht das XOR, wie ich gerade hier angeschrieben habe, und das XNOR. Das ist dann auch eine Entsprechung davon. Und dann war es das, glaube ich, auch schon, genau. Also es gibt von allen Grundverknüpfungen sowohl die englische als auch die deutsche Ausdrucksweise. Also das UND würde im Englischen AND heißen und das ODER würde im Englischen OR heißen, ja. Machen wir erstmal das UND.